Ja, Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder in Osnabrück City unterwegs und ich werde Merkur... Nein, Spaß, ich werde nicht Merkur testen. Ich werde einen Döner testen hier mitten in der Stadt. Ich bin jetzt in so einer Seitengasse, weil hier direkt an der Hauptstraße, also Enjoy werde ich testen. Vielleicht kennen die einen oder anderen Enjoy. Ich habe hier, glaube ich, noch nie gegessen, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gibt es den Laden auch schon seit ein paar Jahren. Ich zeige euch den mal da vorne direkt um die Ecke. Enjoy. Bin sehr, sehr gespannt, wie der schmeckt. Und ich denke mal, ihr auch. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Let's go. Okay, Chef, ich muss ja nicht fragen, was hier beliebt ist, oder? Ja. Döner, Klassiker? Ja. Einmal Klassiker, oder? Ich glaube, ich nehme ganz normal klassischen Döner. Ja. Nee. Kannst du sonst noch irgendwas empfehlen? Das alles gibt es auch. Diese vorne, diese Tagesessen noch gibt es. Diese Lamajos. Ach, ihr habt Tagesgerichte. Dann, oder ich nehme erstmal einen Döner. Wenn ich dann noch Hunger habe, dann nehme ich Tagesgericht noch irgendwas. Was hast du denn da? Cocktail, Tzatziki scharf und Chili-Soße. Mach Tzatziki und scharf. Ja, ich probiere. Was? Das ist Scheibe und diese Haare. Probe? Mhm. Aber fazla doldurma, mach ganz normal, ne? Kein Kamerabonus. Tamam. Salat, alles so. Nochmal oben Soße auch drauf machen? Ja, ein bisschen, bitte. Okay, danke. Ciao. Ich sag's immer wieder, aber ich liebe es, wenn ich sage, schaut euch das mal an. Planbrot habe ich lange nicht mehr gegessen. Lange nicht mehr gegessen. Das Brot schön kross. Seht ihr hier schön mit Sesam und oh mein Gott, ich feiere das einfach. Ich feiere einfach. Wenn das so dezent, so schwarz oder Kümmel oder Sesam, was da drauf ist, feiere ich einfach. Fleisch hat auch schon gut geschmeckt. So, erster Eindruck ist, ich habe jetzt hier unten zum Beispiel viel, also hier noch Soße habe ich. Hier oben jetzt nicht. Also das heißt, der erste bis oben wird etwas trockener sein. Aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir hier in der Mitte noch Soße extra bekommen. Und was ich auch feiere, ist, dass hier Biber ist. Hier, ich liebe das einfach. Sieht man den Döner? Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist. Oh, das ist ein bisschen zu viel, aber egal. Es wird von der Lautstärke nicht optimal sein, dafür entschuldige ich mich schon mal. Die Straße, die Tür ist offen, hier wird ein bisschen was los, alle Tische fast belegt. Aber es ist okay, wir wollen ja schließlich nur den Döner essen. Das halten, denke ich mal, aus, würde ich sagen. So. Fleischtest wichtig auch wieder. Digga, Alter, wie alter Schwede. Okay, rein damit, würde ich sagen. Jetzt komm. Du schmeckst dir die Knoblauchsoße, ist schon relativ dominant. Gute Schärfe auch. Die haben ja auch Tagesgerichte. Ist auch sehr beliebt. Also wie gesagt, 6 Tische sind hier belegt. Von 11. Um 11 Uhr, überlegt mal, Mittagszeit. Das ist schon heftig. Das ist nicht schlecht, aber die haben auch Frischpilau und so weiter. Ich kann das euch gleich noch mal zeigen. Jetzt habe ich ungefähr die Hälfte gegessen. Halten wir fest, das Brot ist schön kross, nicht zu dick, ein bisschen zu dünn. Ich feiere mehr, wenn das Brot etwas dicker ist. Mit Sesam oben drauf ist einfach Liebe, ne? Perfekt getoastet. Fleisch, da bin ich noch nicht schlau geworden, bin ich euch ganz ehrlich. Also, der schmeckt echt nicht schlecht. Der schmeckt wirklich nicht schlecht. Er ist nicht verkehrt, sage ich euch ganz ehrlich. So vom Gesamtpaket der Fleisch, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich nicht schlau geworden. Bin ich noch nicht so richtig schlau geworden von dem Fleisch.
Ja, Bruder, das merkt man, dass da nicht so viel Hack ist. Das schätze ich mittlerweile. Was für meinen Geschmack vielleicht zu viel ist, ist halt diese Knoblauchnote. Ne? Das sticht übelst heraus. Ich habe jetzt viel Biber drauf getan, aber du hast noch Fleisch und Soße ist ordentlich drauf. Salat fehlt, aber ist auch schwierig, dass du unten irgendwie noch Salat hast. Ne? Chef, was ist los? Ich warte die ganze Zeit. Hallo. Also, ich habe eine Frage. Fleisch, was ist das für ein Fleisch? Das ist normale Rindfleisch, aber... Nee, alles gut. Ich halte das Ding nur fest. Bett zur Tür. Nein, nein. Ich habe Rindfleisch, aber dieses Stück Fleisch. Nicht ja, normale, nein, nein. Aber wie viel Hack ist da drin, weißt du das? 90%. 90% ja, Hack? Ja, ja. Ja? Sieht aber nicht so aus. Nein, sieht nein. aus wie Steakdöner. Ja, Plak, du nennst wie Benzo. Das ist Steak, ja? Das ist Steak, ne? Fleisch, da war ich in der. Mhm. Steak, ja, gib mir. 190 Hack war. Tamam. Und dann halt kalt 10% sozusagen. Okay. Ja, der Chef ist ein bisschen aufgeregt, hat man gesehen. Also, es hat nicht dieses typische Hack-Steak oder Hack-Spieß geschmeckt, sondern es war wirklich sehr. Das hat seinen eigenen Fleischgeschmack. Weil, wenn du so viele haben ja Spieße. Sind ja vollgestopft mit Zusatzstoffen und so weiter, damit er von dem Geschmack her etwas intensiver ist. Aber hier hast du gemerkt, das Fleisch hatte seinen eigenen Geschmack. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert, dass da 90% Hack sind. Aber wie gesagt, also ich sag das ja öfters, wenn Hack drin ist, dann heißt das nicht gleich schlechte Qualität. Es muss nicht unbedingt irgendwie 100% Lamm sein oder sonst was, sondern Hack kann auch gute Qualität heißen. Und das ist, meiner Meinung nach, war das schon eine starke Qualität. Und ich würde sagen, ich werde die jetzt hier auch nicht so weiter aufhalten. Der Chef ist ein bisschen aufgeregt, nervös. Kann nicht so gut Deutsch, kann ich verstehen. Vollkommen okay. Ihr wollt auch die ganze Zeit mein Mikro so nehmen. Das passt schon. Und ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt ab und dann gebe ich draußen mein Fazit dazu. Kommen wir nun zum Fazit. Ich bin jetzt hier einfach in einer Baustelle und mache das eben hier. Weil ich kenne mich, wenn ich ins Studio fahre, dann habe ich irgendwie nicht so Bock, da nochmal irgendwas aufzunehmen. Da will ich mal einen Kaffee trinken und ja, ein bisschen entspannen, zocken und so weiter. Ihr wisst es. So. Also der Chef hat mir gerade noch ein paar Sachen erzählt, ich habe mir die hier notiert. Fand ich auch ganz interessant, zum Beispiel 100% Halal, das wusste ich nicht. Ich muss an der Stelle sagen, er war ein bisschen aufgeregt, er kann nicht so gut Deutsch, kann ich vollkommen verstehen, dass er ein bisschen kamerascheu ist. Deswegen vollkommen okay, ich habe mir hier meine Notizen gemacht. Also 100% Halal ist das Fleisch und die bekommen das irgendwie aus Dortmund, diesen Spieß. Und es ist wohl einzigartig in Osnabrück. Kalb und Rind, 90%. Ich habe es euch ja gesagt im Video, irgendwie fehlt mir da was, aber ja, am Ende bin ich mir ja einig geworden, dass das Fleisch seinen eigenen Geschmack hat. Dass das nicht vollgestopft ist mit irgendwelchen Zusatzstoffen, das hat man dann gemerkt, weil ich dachte jetzt, ich habe irgendwie nicht dieses klassische Döner-Geschmack von dem Fleisch, sondern das Fleisch hatte schon seinen eigenen Geschmack, das fand ich ganz, ganz cool, auch eine neue Erfahrung für mich, das dann in dem Moment herauszufinden und wirklich das abzuschmecken, das fand ich schon sehr, sehr stark, da bin ich auch stolz auf mich. Aber ne, ich hab's euch gesagt, ich bin auch neu in dem Business und man lernt immer wieder Neues dazu. Mit dem Chef habe ich dann noch am Ende noch ein bisschen geredet, der wie gesagt kamerascheu gewesen, deswegen habe ich da die Kamera ausgemacht. Seit 2015 gibt es den Laden. Spieß aus Dortmund, habe ich gerade gesagt. Brot ist ein Zukauf. Also das ist ein Fladenbrot mit ein bisschen Sesam und so oben drauf gewesen. Also ich mag, wenn das Brot so kross ist, so wie die jetzt, wie die es getoastet haben. Aber ich persönlich feiere es, wenn das Brot natürlich selbst gemacht wird. Ne? Wer feiert es nicht? Aber das ist halt dann immer so eine Sache mit, lohnt sich das? Dann braucht man einen extra Arbeiter und so weiter. Deswegen ist das wohl die schnellere und eventuell auch die günstige Variante. Behaupte ich jetzt einfach mal. Der Döner, der war schon gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Nicht der beste, den ich gegessen habe, aber in Osnabrück, und ich sage euch eins, Enjoy hätte ich niemals erwartet. Ich vermeide wirklich sonst immer die Johannesstraße und Rosenburg auch, aber Rosenplatz und so weiter. Hier die Leute, die aus Osnabrück sind, die verstehen mich, also ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, aber ich habe mir gesagt, Umut, du musst raus aus diesem Schubladen denken. Sagt man das? Schubladendenkweise? Ja, da musst du raus und da will ich auch raus. Ich will jetzt, wenn ich einen Laden von außen sehe, will ich nicht sagen, boah, ne, scheiße sieht der aus. Oder ja, Johannesstraße, ne, da esse ich doch nichts. Ich will das Restaurant will ich eine Chance geben, den Laden will ich dann eine Chance geben. So wie jetzt, heute, da bin ich froh, dass ich das getestet habe. Ich hätte niemals gedacht, dass sie da so einen Döner raushauen, bin ich euch ganz ehrlich. Und wenn wir zu dem Döner kommen, ne? Salat schön frisch gewesen, die Soße schmieren die nämlich nach links und rechts, perfekt, scharf und Tzatziki hatte ich gehabt. Tzatziki-Soße etwas zu dominant gewesen mit diesem Knoblauchgehalt. Ist auch wiederum Geschmackssache, ihr merkt es,
Es ist immer Geschmackssache. Ich kann euch nur Döner essen präsentieren, wo ich war. Und wenn ihr es interessant findet, dann checkt es ab. Wenn ich sage, dass es scheiße gibt, testet es trotzdem, weil vielleicht findet ihr das ja gut. Wenn ich etwas scheiße finde, heißt es nicht, dass es für euch auch scheiße ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich sage, das ist der Beste und ihr geht dann und denkt dann, was ist denn los mit Umut so? Der ist doch nicht gut. Ja, ist doch vollkommen okay. Ich erwarte nicht, dass es euch immer gefällt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Letztendlich ist das meine Meinung. Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. Und ich will mich auch etwas kurz fassen, nicht so lang. Der Döner hat mir gefallen. Ich werde hier definitiv nochmal herkommen. Und interessant war auch, vielleicht kann man das nochmal erwähnen, dass sie hier auch Tagesgerichte haben. Und wirklich, ich war um 11 Uhr da, kurz nach 11 war das, so 8 nach 11. Und der Laden war schon voll. Der Chef war auch wirklich sehr nett. Könnt ihr gerne abchecken. Und schreibt mir gerne in die Kommentare eure weiteren Empfehlungen. Wenn ihr sagt, ey Umut, da musst du mit Nick hingehen, denn der ist auch underrated. Der wird dich überraschen. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Lasst noch ein Like da. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Jeden Mittwoch und Sonntag gibt es immer neue Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Kuss geht raus.